So, Leute, da sind wir wieder mit dem Auge der Wahrheit, dem Vigi und dem Slavi. Der Blick. Und dem Slugsy natürlich nicht zu vergessen. Der Blick vom Slavi. Ist ja mal episch. Ja, weißt schon mal Bescheid, Alter. Ja, gute alte Slavi. Was los, Slavi? Ist kalt? Ist kalt. Ratschü. Oh, das ist aber sehr kalt. Ich schmeiß mich weg. Ist der geil, Alter. Geht weiter mit Majora's Mask. So, mit dem Auge der Wahrheit sieht er jetzt auch die besagten Plattformen. Tja, früher, Jan, konntest du mit... Oh. Ich wollte gerade sagen, früher... Jan, Nein! Jetzt ist es doch passiert. Früher konnte er ohne Auge der Wahrheit darüber, jetzt kann er mittlerweile nicht mehr mit... sogar nicht mehr mit Auge der sogar Wahrheit. Nicht mehr mit. Sogar nicht mehr mit. Oh Gott, Alter. Driftet mir so ab. Ja, ist alles so rutschig. Hey, Runzel, es geht. Kann es sein, wenn du es... Lass doch mal den Text, das ist Story wichtig, Mann. Jo, also, der Geist da. Garunia. Ich sehe den Schatten noch, er ist unsichtbar, aber der unsichtbar raten kann. Ja, natürlich. Kennst du das nicht? Das haben Geister im Durchschnitt einen Schatten. Schatten haben wir beide auch. Oh, oh Gott, Füße hoch, der kommt flach. Oh, du Leute. Folge mir, Achtung Spinne. Achtung Spinne. Du geh weiter mit mir, junger Junge, Ukrainer. Junger Junge. Junger Junge, Ukrainer. Ey, nicht vorgehen, ich muss dir zeigen, wo lang. Ach so. Obwohl, man muss auch sagen, es ist wirklich cool gemacht. Das war mit Sicherheit technisch auch ziemlich aufwendig, dass, wenn du das Auge der Wahrheit nicht getriggert hast, zwar seinen Schatten siehst, also dass der, dass der Sprite läuft, aber du nicht berührt wirst von ihm. Du komm in hier rein! Ja, und erst wenn ich ihn hier wieder sehe mit dem Auge der Wahrheit, geht's in die nächste Kabine. So. Wunderschöner Ort, muss ich sagen. Gefällt mir mehr als, Der Blatte Wolf ist immer so geil, wenn er da spawnt. Exakt. Wir kommen hier weiter. Oh, hallo Tingle. Hallo. Wolltest du meine Karten kaufen? Nein, Tingle, ich bin tot. Ich brauche keine Karten mehr. Oh Gott, was jetzt? Du wolltest immer noch nicht meine Karten kaufen? Ah, schön. Ich würde auch mal sagen, Leute, wir wünschen euch alle frohe Weihnachten. Jo. Jetzt schon mal weil. Weil wir wollen ja, die Ersten sein. Vor Weihnachtszeit. Ich hoffe ja, ich weiß nicht, wie es bei dir momentan ist, Rheinland-Pfalz technisch. Ich bin ja NRW und... Ja, wir haben auch Weihnachten. Ich bin einer, ich hab doch Weihnachten, echt? Erzähl doch nichts. Ich muss aber sagen, der Herbst war dieses Jahr pünktlich und ich hoffe, dass das, zumindest bei uns, und ich hoffe, dass das vielleicht Hoffnung bringt, dass vielleicht auch dieses Mal ein weißes Weihnachten geschenkt könnte. Ja! Besser? Schön wär's. Ja, also letztes Jahr haben wir hier nicht eine Schneeflocke in NRW gesehen. Wir waren wärmster Platz in Deutschland. Leider. Fett. Leider. Ja, guckt euch den alten Sack an. Da braucht ihr das Auge der Wahrheit. Ja, das bringt dir auch nichts auszumachen und dann wieder zu gucken. Ja, ja. Nee, wie ist momentan bei dir wetterlich bedingt so? Herbstlich oder kriegt ihr noch Restsommer? Schöne Tage gehabt, läuft mittlerweile. Es wird kälter. Ist arschkalt, ne? Es wird kälter. Es wird immer kälter, wirst du dann älter. Nee, ich glaub, es war links rum, oder? Und dann rechts? Jo. Machst du gut? Schweiß. Axel, Schweiß. Wie schön, dass der blöde Geist nicht klettern muss. Ich verstehe auch gar nicht, wie er auf die Idee kam, diese verdammte Leiter unsichtbar zu machen. Ja, ne? Also, wer dafür wieder verantwortlich ist, könnte echt... Weißt du, wie von Geisterhand verschwunden? Kalt. Sprech mal erst mit dem Goron da. Der hat... Der Jan flitzt hier durch, Alter, ohne Rücksicht auf Verluste. Story kenne ich nicht. In diesem Grab ruht ein großer Held der Goronen. Der ist gerade an dir vorbeigeflattert, Kumpel. Erzähl doch keinen Scheiß. Ich kann hierher, um ein Denkmal zu errichten, oder? Doch jetzt blockieren Schneewehungen den Weg und ich kann nicht mehr ins Dorf zurück. Aber noch schlimmer ist, dass mein Bruder zu Eis erstarrt ist.
So wie es aussieht, wird auch mich dieses Schicksal ereilen. Oh, hätte ich nur etwas von heißem Quellwasser mitgenommen, auf das ich stieß, als ich den... Das ist in der Höhle, vor dem du stehst! Geil. Mein Bruder ist ja kalt und ich dachte, wenn ich neben ihm stehe und auch zu heiß erfriere, dann hilft ihm das sicher. Ah, schön. Nee, man muss aber auch sagen, warum kamen wir nochmal nicht drauf? Genau, jetzt sollten wir nochmal drauf zurückkommen. Zweite Phase der Trauer. Nee, erst Arunia. Ja, ist die zweite Phase der Trauer. Das Geflügel sagte mir. Der sagte mir, dass er Sirene bald kommen würde. Das Nun Geflügel. Zeigt sich, dass er recht hatte. Ich bin Darmani. Der heißt doch Darmani. Ich bin Darmani. Der Dermatologe, der Dritte. Ich bin Darmani 3, nur im Kino. In mir fließt das Blut vieler stolzer Krieger. Als ich noch unter den Lebenden weilte, war ich ein höchst angesehener Held. Ja, als ich noch lebte. Aber leider bin ich jetzt tot. Ohne Füße. Ich mache mir in der Hoffnung, einen Dämon vertreiben zu können, zum Pik Hildebrand auf. Doch dann erfasste mich der Schneesturm und stieß mein Körper von einer Klippe. Und hier bin ich nun. Wie ärgerlich, so ein Scheiß. In meiner jetzigen Gestalt kann ich nur zusehen, wie mein Dorf unter dem Eis begraben wird. Zwar bin ich dort, doch findet meine Seele keine Ruhe. Der Geflügelte sagte mir auch, dass du Magie bewandert seist. Ich bitte dich, erwecke mich wieder zum Leben. Sollte dies jedoch jenseits deiner Macht liegen, dann bitte ich dich um Folgendes. Heile meine Seele, egal wie, aber bitte tu das mal, ne? Der Geflügel, der ist geil. Der hey, du kannst ja Musik spielen, oder? Mach mal Polka, Polka. Polka, Polka, das Lied der Polka. Roch, roch, eine Dose, eine Dröhnung, eine Dosis. Welch lindernder Klang, alle meine Sorgen schmerzen dahin. Mamuschka. Natascha! Oh, mein Gott! Meine Vergangenheit! Die Fans! Sie lieben mich! Sie feiern mich! Ich bin Michael Jackson! Ja! Alles wunderbar! Ihr seid frei! Mein Volk! Liebet mich! Geht raus! Meine Tränen! Diese Tränen weine ich nur für euch! Ich muss Krankenversicherung holen, ich brauche Zahnarzt. Und danach kam die Stille. Ich schmeiß mich hier weg. Ach, jetzt bin ich auf einer Maske. Meine unsterblichen Gefühle, meine Taten als Lebender sind auf meinem Grabstein geschrieben. Du sollst es lesen, sonst tut's ja keiner. Ich bin ich eine Maske. Und jedes Mal, du hast die Goronenhaut. Jedes Mal, wenn Slavi sie aufsetzt, verwandelt sie erst sich in ein Goron und kann Russisch. Genau. Für das Wohl der Goronen, ich bitte um Hilfe. Tschüss. So, schön. Freunde. So. Könnten wir? Wir könnten, ne? Was? Das ist eigentlich die beste Stelle, um noch einen Schnitt zu machen, wenn du das Quellwasser geholt hast, ne? Ja. Yep. Dann kann ich direkt nämlich, pass auf, hol das Quellwasser. Hol das Quellwasser. Hol das Quellwasser. Hol das Quellwasser aus der Quelle da. Und dann gehen wir ganz schnell vor zum Dorf vor dem Eingang und das Dorf betreten wir dann im nächsten Part. Okay. Wird nicht ganz funktionieren. Weil, warum? Ich spoiler ein bisschen, storytechnisch läuft es folgendermaßen ab. Wir müssen zuerst zu dem kleinen Heulkind, damit wir wissen, dass es schreit. Ja, genau, das meine ich. Ja, davor, vor dem Eingang, vor dieser Höhle speichern wir und ab da mache ich weiter. Ja. Das hat aber gedauert. Ich musste gerade noch was anderes überlegen. Ist so, wenn man alt ist. Man braucht so seine Zeit, Leute. Nein, das... Nee. Warte mal ab. Muss mal anders machen. Och, ich kann russisch Akzent. Slavi.
Nee, wieso? Was? Was will Eddie jetzt noch? Nein, das Wasser, gib mal her! Jetzt, Alter! Jetzt toll, ich kann... Wasser, gib her! Gib dir doch Wasser! Piss dich, Mann! Keine Zeit für dich! Wasser! Geh dann Wasser selber holen, Alter! Hol dir eine Pfandflasche und füll die auf! Ach du haben Wasser! Ich weiß nicht, was er macht. Was hast denn du jetzt schon wieder für Aufträge? Warte doch mal ab, Kollege. Wir müssen hier die neue Quelle machen. Ja, er will Rubine holen für die Garte. Hoffe ich mal für ihn. Jedes Loch muss der Jan mitnehmen. Da ist neues heißes Wasser. Ich sag doch gar nichts. Ich hab mich doch jetzt nicht beschwert. Ich bin der Letzte, der es beschwert würde. Warte doch mal ab. Ja, ich mach doch gar nichts. Was soll ich da machen? Die Scheiße mit der Musik machen wir jetzt noch. Nein. Okay, wenn du willst. Weil eigentlich sind wir in der Zeit, glaube ich. Das ist mir egal. Ja, aber du überspringst wieder alles, weil du wieder ach, so wat? Regst jetzt gerade. Roch, dieses schreckliche Kind. Oh, jetzt weiß ich, warum wir immer Wodka trinken. Oh Gott. Ah, der Wodka ist aus, Freunde. Nicht mal einen in die Fresse hauen. Och, meine Fresse. Da hat sich ja schlecht gemacht in der Zeit, wo Modern Talking in den Schaf war. Trollt mich halt. Nee, die rollen dich gerade. Ja, rollt mich halt. Roll. Och. Hilfe! Geh da nicht rein! Vorsicht! Wachung! Papi! Papi! Mir ist kalt! Papi! Wachung! Dami, wo ist Papi? Wo ist mein scheiß Papi? Papi! Dami, Papi! Boah, haut dem aufs Maul, dem Kind! Ja, dachte ich mir. Ja, das hätte ich auch gemacht. Da hätte ich mich auch noch dran erinnert. Ja, du musst zuerst mit dem kleinen Spargel da reden. Erst zum Drehen bringen. Sonst rafft's der Alte nämlich nicht. Was rafft der Alte nicht? Naja, dass er dir ein Lied beibringen muss wegen dem kleinen Spargeltarzan da. Muss. Ach so. Bis dahin wäre das heiße Wasser aber schon längst wieder vergoren ja. Zu normalem Wasser, und deshalb haben wir jetzt hier die nächste Station, damit ich dann immer auch kleiner was! Alter! Was los? So. Witz! Heißes Wasser! Ich hab heißes Wasser! Toll, geil! Stellt euch mal vor, ihr, ohne Scheiß, einer von euch muss dieses Experiment machen, den ganzen Tag verbringen wie Link. Sobald euch jemand was in die Hand drückt oder ihr irgendwas tut, immer die Hand in die Luft strecken und diese Mucke auf dem Handy im Hintergrund abspielen. Also wenn man sich dann nicht bekloppt am Ende vorkommt, dann weiß ich auch nicht, dann ist euch gar nichts mehr. Dann ist euch wirklich nichts mehr peinlich, Alter. Koch! Kalt! Oh, kalt! Er ist eh der Geilste, der Alte. Meine Füße, Wasser, das kitzelt. Hoch, wo bin ich? Ach, es ist schon spät. Ich muss mich beeilen. Ach ja, Darman, ich helfe. Oi, oi, oi. Ich hatte nicht so viel Trinken. Ist er besoffen, Alter? Gerade der Junggesellenabschied war hart. Oi, oi. Ach, wie kann man jemand die Erde anhalten? Hoch. Ach, du bist der Chmarni, aber du bist dann nicht tot. Halluziniere ich etwa? So viel habe ich doch gar nicht getrunken. Ich wurde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich. Ich wende mich nicht ab. Ich durchschaue die Illusion gleich. Warte, was? Mein Sohn weint, weil er mich sucht. Och, ich hätte in dem Alter nicht noch ein Kind in die Welt setzen sollen. Warum hat die Schlampe nicht verhütet? Er ist steinalt. Mein Sohn vermisst mich. Ach, vergib mir, mein Kind. Dein Vater muss etwas erledigen. Ich
Schwanz. Ach, doch, Manni. Egal, ob du ein Geist bist oder ein Hirngespinst, es kümmert mich nicht länger. Wenn du Mitgefühl für meinen kleinen Sohn hast, dann kümmere dich um ihn. Ich habe nämlich keinen Bock auf den Alten. Ach, hier, ich gebe ihm sein Schlaflied mit. Ach, diese Melodie wurde einst für dich gespielt, als du noch klein warst. Einfach ein bisschen Wodka in die Flasche, dann ist gut. Ich noch meine dritten hatte. Schläft er auch. Mittlerweile auch nicht mehr. Guck mal, meine kleine... Das ist so drollig, wie er die Trommel rausholt. Meine kleine Trommel. Wie ging die Melodie nochmal? Ah, rechts, links? Nee, warte mal. Das stimmt so nicht. Wie er da steht. Wie geht denn das nochmal? Lass dich nochmal überlegen. Ach, meine Gehirnzellen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ach, rechts, links. Ist es die Zunge oder die Unterlippe? Rechts. Fuck. Das ist auch falsch. Menschenskinder nochmal, wie ging der Scheiß? Ach, ich hab so viele Kinder und so viele verschiedene Lieder. Ach, ich glaube, ich hab's. Rechts, links. Fuck it, Mann. Geht doch irgendwann mal endlich. Ich hab keine Ahnung. So, nochmal. Jetzt aber. Rechts, links, rechts, links. Rechts, Mann. Wie kann man die letzten zwei Dinger vergessen? Rechts, links, rechts, links. Super, ich hab's hingekriegt. Dim, dim. Ach, das ist aber ein teures Lied, was du dim, da machst. Dim. Kannst du mir das beibringen? Intro. Oh, Leute. Deswegen mag ich Majora's Mask mehr als OOT. Jeder Charakter hat in seinen Dialogen so viel Hintergrundstory. Das gleicht dem beruhigenden Gesang deines Paters. Ich habe das Lied nicht vergessen. Rotze voll, Alter. Das wird dieser Kälte nicht besser spielen. Und der Alkohol hat sein Gerst natürlich auch dazu getan. Auf jeden Fall zahle ich auf dich. Beziehungsweise auf euch drei. Alter, ist der geil. So, wir machen einmal einen Schnittibus. Wohne ich eigentlich? Monika! Bis zum nächsten Mal. Monika! Wo ist mein Haus? Natascha! Sylvanach! Jeremy Pascal! Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.